Gesundes Musizieren. Früher gab es eine Gruppe im StudiVZ. Musiker haben alle eine Macke oder so ähnlich. Jeder fand es cool, dieser Gruppe beizutreten, aber es gab natürlich keine vernünftigen Beiträge, warum nun Musiker merkwürdig sind. Neulich zum Beispiel war ich im Wald joggen. Es war ruhig, man hörte nur das leise Rauschen der Autobahn und des Windes. Aber plötzlich vernahm ich ein Hornmotiv. So ein richtiges Waldhorn. Kann doch gar nicht sein. Ist da irgendwo eine Feier? Denn mein Kumpel hat es nicht gehört und meinte gleich, ich höre Gespenster am Fenster, womit er sagen wollte, ich hätte eine Psychose. Doch halt, so schnell geht das natürlich nicht. Möglicherweise war da nämlich gar kein Waldhorn, aber ich habe die Geräusche des Windes damit assoziiert, was gar nicht ungewöhnlich ist. Denn der Wind kann durchaus einige Töne der Obertonreihe, wie beim Horn, spielen. Das Hornmotiv also. Und mit diesem Reiz habe ich dann eine Vorstellung assoziiert. Mein Kumpel war natürlich immer noch der Meinung, ich solle mal weniger Klavier üben und so. Aber egal, denn eine Assoziation ist noch längst keine Erkrankung. Wir alle haben Assoziationen, zum Beispiel bei diesem Motiv. Klar, da denkt jeder an das Schicksalsmotiv von Beethoven. Oder das hier. Keine Frage. Aber haben wir deshalb alle Psychosen? Nee, eine Abspaltung sähe anders aus. Ups, das kann mal passieren, den falschen Ton getroffen. Aber krankhaft kann es erst durch eine Bekräftigung werden. Keine Sorge, das ist die Definition eines Menschen, dass er ein lernendes Wesen ist. Das unterscheidet uns von Tieren. Und wir alle haben Neurosen, manche mehr, manche weniger. Das ist aber leicht zu erklären. Stellen wir uns vor, wir wollen irgendein klassisches Stück lernen. Warum klingt das jetzt so komisch? Na, weil ich es eben gerade noch nicht geübt habe, logisch. Und absolut kein Problem. Aber wenn ich das ganze Stück so falsch weiterspielen würde, dann hätte ich durchaus ein Problem und eine Menge Neurosen. Für jeden falschen Ton eine neue Neurose. Der Hintergrund sind die Lernprozesse, die nicht abgeschlossen sind. Wenn ich sagen würde, ich gehe heute in... Da fehlt was. Das erkennt eigentlich jeder. Aber wieso erkennt man das nicht in der Musik? Ganz einfach, weil es leichter zu vertuschen ist und nur wenige verstehen. Man sieht die Lernprozesse nicht, hört aber lediglich ein richtiges Stück. Das geht natürlich auch so, wenn wir sagen, es geht uns gut. Aber in Wirklichkeit wollen wir sagen, frag doch nicht so. Man kann diese gedanklichen Prozesse nicht erkennen. In der Psychologie würde man sagen, das wäre analytisch heilbar. In der Musik natürlich auch. Durch richtiges, gesundes Musizieren. Wir alle wollen tolle Werke spielen können. So klingen wie Chicorea oder Bach. Aber so einfach geht es nicht, oder doch? Die größte Gefahr für einen Musiker sind falsche Lernprozesse. Stellen wir uns vor, ich spiele ein prosaisches Stück. Die Definition Prosa geht auf Clemens Kühn zurück und meint eine fortlaufende Erzählung. Dabei ändert sich jeden Takt etwas an der Melodie, ganz im Gegensatz zur Popmusik zum Beispiel. Bei der Klassik- oder Barockmusik haben wir aber viele Linien nebenher laufen. Wie können wir das überhaupt spielen? Können wir auch drei Sprachen gleichzeitig sprechen? Nein, natürlich nicht. In der Musik ist es aber auch nicht anders. Der Trick besteht darin, die einzelnen Stimmen zu automatisieren und zu verinnerlichen. Also zum Beispiel die Melodie und dann die zweite Melodie oder der vermeintliche Kontrapunkt, auch wenn es eigentlich kein Fugenstück ist. Aber hilft uns das jetzt wirklich weiter? Ist das wirklich schon gesundes Musizieren? Stellen wir uns einfach mal eine Wanderung vor. An jeder Ecke, ständig müssen wir die Richtung ändern. Bei jedem, wirklich jedem Schritt. Das ist ein linearer Prozess.
Aber ein Lerneffekt kann dabei nicht wirklich eintreten. Anders ist es bei kreisenden Prozessen, zum Beispiel dem Tanzen. Dort machen wir jedes Mal, wirklich jedes Mal den gleichen Schritt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Schritt gelernt wird. Und diese Schritte oder Motive sind unsere musikalischen Buchstaben und führen zu einem gesunden Spiel, kräftigen die Muskeln und Gelenke. Mit diesen Buchstaben können wir dann musikalische Wörter bilden, die sogenannten Floskeln, Schritt für Schritt zum Stück also. Die Tuba-Floskel. Die Popkadenz. Also eine akkordische Floskel. Eine kleinere, kürzere Floskel, die Amen-Floskel. Amen. Oder auch die Norah Jones-Floskel. Die typische Norah Jones Quarte. Wenn alle diese Prozesse gelernt wurden, die musikalischen Buchstaben und Wörter, also die Floskeln, dann kann man ein Stück damit spielen. Aber erst dann. Alles andere führt direkt in ein nur sehr schwer heilbares neurotisches Spielen. Man sagt, dass für jede falsche Übeminute man 2 richtige Übeminuten benötigt, um die Fehler auszumerzen. Weiter geht es also mit der Verinnerlichung des Geübten. Wir heben die Spielkünste also auf eine höhere Stufe und integrieren das Spielen mit der Vorstellung und dem Hören. Erst dann kann man behaupten, ein Stück wirklich spielen zu können, und zwar gesund. Umgesetzt werden kann dies durch einfache Mittel, dem Auswendigspielen, der gesanglichen Nachahmung und immer unter Berücksichtigung des schrittweisen Lernens. Oder natürlich mit Hilfe meiner genialen Lernlieder. Die Invention, die Invention, die kennt ihr doch schon.